Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck. Couldn't take my eyes. Grüß Gott, meine Kontur täuscht ein bisschen. Es schaut in der Kamera dunkel aus, aber in echt nicht. Also sorry für den Fleck auf meiner Stirn. In letzter Zeit passiert das öfter. Ich will ein aufgebraucht Video drehen. Gleich fliegt alles. Es wird nämlich Zeit, wie ihr seht, weil es ist ja extrem voll. Und ich habe diesen Monat, ich habe es zusammengezählt für euch, 64 Produkte aufgebraucht. Und wir fangen auch gleich mal an, weil es ist echt viel und die Tüte explodiert bald. Als allererstes habe ich wieder diese Softstar, ich habe den Namen gerade gesucht, diese Softstar-Kosmetik-Dinger aufgebraucht mit verschiedenen Fotos, diesmal von den beiden hier. Die gibt es leider nicht mehr, ich habe jetzt nur noch eine da auf Vader und dann konnte ich sie mir leider nicht mehr nachkaufen, weil die gibt es nicht mehr. Dann habe ich nach langer, langer Zeit meine Einwegwaschlappen aufgebraucht, habe ich ja schon lange nicht mehr. Zweimal, ich bin echt verschwenderisch, große Wattepads, also diese größeren, könnt ihr hier sehen. Diese viereckigen waren das, die benutze ich nämlich sehr, sehr gern für Gesichtswasser, Reinigungsmilch oder Micellenwasser. Deswegen glaube ich, habe ich auch so viele leer gemacht diesen Monat. Und da müsstet ihr nur noch ein zweites rumfliegen, da bitte sage ich auch. Zweimal die Hofer Wattepads habe ich auch leer gemacht. Die wisst ihr ja eben, mag ich auch sehr, sehr gerne. Dann als nächstes, meine Dusch-In-Lotion ist leider leer geworden und ich mag die ja total gerne und das Problem ist, beim Müller gibt es die nicht mehr, da ist jetzt ein anderes Sortiment reingekommen und ich mag die irgendwie vom Duft her nicht. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe aber die jetzt noch im DM und in Bieber und so gesehen und beim Müller kriege ich Prozente, glaube ich, wenn ich Nivea-Sachen kaufe, deswegen werde ich mal schauen, ob es die der Billa auch hat. Ich bin echt enttäuscht. Ich habe jetzt aktuell noch eine in Benutzung, also jetzt im Bad stehen, weil ich habe was anderes wieder aufgebraucht. Aber das seht ihr dann im nächsten Video und die habe ich jetzt aktuell in Benutzung. So schnell kann es gehen. Dann habe ich hier eine Seife leer gemacht. Das ist die von Balea, die sanfte Berührung. Das ist die in Rosa. Da gibt es ja jetzt auch eine mintfarbene, glaube ich. Die habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn, würde ich mir die auf jeden Fall kaufen, weil die war echt gut. Aber ich habe so viel Zeug, eigentlich sollte ich mir dabei nichts kaufen. Wenn, würde ich mir die eigentlich nachkaufen. Aber ihr wisst ja, ich habe so viel. So wie das hier. Das war auch eine Seife von der Marke Dermacol. Die gibt es ja nur in, ich glaube, Serbien und in Tschechien gibt es die. Und das war die Melone-Reihe und ich habe da leider nur bis jetzt die Seife aufgebraucht, weil das andere hatte ich noch in Verwendung. Also das Duschgel habe ich noch in Verwendung und das Peeling sitzt im nächsten Monat. Diese Reihe mag ich so, so gern, diese mit Melone. Und Dermacol ist sowieso eine sehr, sehr gute Marke, finde ich, vom Duft her. Die Seife würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich wieder mal nach Kleinhoxdorf kommen würde, würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil die ist echt gut. Ich habe keinen Platz mehr in meinem Schrank, aber ich würde es mir trotzdem nachkaufen. Was ich mir nicht nachkaufen würde, wäre das hier. Das ist dieses Terra Naturi Dusch Peeling. Das war Kotzbück-Schweib, alles mögliche. Weil das war echt ekelhaft. Echt eklig. Riecht wie Hustensaft. Habe ich ja vor kurzem eins auch leer gemacht. Habe mir eingebildet, dass ich das unbedingt brauche, weil ich es unbedingt probieren wollte. Nein, kaufe ich mir nie wieder. Hat sich für mich erledigt. Habe ich aber, glaube ich, im letzten Video auch schon gesagt. Dann habe ich hier Badezusätze aufgebraucht. Als allererstes einen Dresdner Essenz. Lebenslust, jetzt habe ich irgendwas im Auge. Ganz toll. Den fand ich echt gut. Würde ich mir sogar nachkaufen, aber ich glaube erst, wenn die in Aktion sind, weil ich habe dabei noch so viele Badezusätze. Ich habe von allen zu viel. Den finde ich auch gut. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen, wenn ich jetzt ein bisschen weniger habe. Weil die sind limitiert, also sollte ich vielleicht mal bald die nachkaufen. Ich traue groß. Ich habe meine beiden letzten jetzt aktuell in Verwendung, also zum Benutzen. Gibt es nicht mehr, den da, was ich weiß und ich glaube den auch nicht mehr, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber den habe ich gehört, dass den nicht mehr gibt. Und beides habe ich sehr geliebt und das gibt es nicht mehr. Dann von Aveo, weil die mal in Aktion waren, habe ich die mir mal gekauft gehabt. Jetzt habe ich sie leer gemacht, finde ich beide sehr gut. Würde ich mir auch, wenn sie in Aktion nochmal sind, nachkaufen. Weil so für 1,99 finde ich das ein bisschen, sorry, finde ich das ein bisschen happig. Das Licht hat sich verändert. Sorry. Eine Zahncreme, das ist die von, Moment, Interspar. War nicht schlecht. Kurz aber in der Mitte vom Benutzen habe ich wieder dieses Zahnfleischbluten gekriegt. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Aber die würde ich mir sicher nochmal nachkaufen, weil die war günstig, die hat sehr lange gehalten. Also würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Der hat 99 Cent gekostet, da kann man nicht viel falsch machen. Dann habe ich einen Spülbalsam von
Denk mit leer gemacht. Das ist mit Melone und Rhabarberduft gewesen. Das mochte ich echt sehr gerne. Es gibt es leider schon länger nicht mehr, sonst würde ich es mir nachkaufen. Ja, aber ich mochte es sehr gerne. Aber ich bin froh, dass ich jetzt andere Melone habe. Das kennt ihr eh auswendig. Das ist mein Augen-Make-up-Entferner von Hofer. Habe ich jetzt wieder in Benutzung. Kaufe ich eh nichts anderes. Das wisst ihr ja eh. Mein absoluter Liebling. Wirklich mein absoluter Liebling. So wie die Pure Camille Reinigungstücher, die ich ja auch liebe bis zum Umfallen. Und die ich mir auch immer wieder nachkaufe. Habe ich ja auch vor kurzem erst, wie ihr gesehen habt, in dem Yves Rocher-Video. Ich habe keine Luft mehr gekriegt jetzt. So, als nächstes die Kosmetikstäbchen von Duchesse oder wie immer man es auch sprechen mag. Die haben ja jetzt die Verpackung verändert, ist mir aufgefallen. Es war vorher so grün, hellgrün. Mag ich noch immer sehr gern, kaufe ich mir auch immer wieder nach, wenn ich es halt leer mache. Ein Trockenshampoo, was ihr eh schon auswendig kennt, weil ich das eh jeden Monat aufbrauche. Das ist von Batiste, das Sweetie. Und ich muss endlich mal zu einem Douglas, um zu gucken, ob es das Orientalische bei uns auch in Österreich gibt. Ich weiß, das sage ich in jedem Aufgebrauchsvideo, aber ich muss endlich mal schauen. Dann habe ich leer gemacht und darüber traue ich, also da traue ich hinterher, weil das ist das Kirsche-Duschgel. Das habe ich mal von einer Abonnentin bekommen mit ganz vielen anderen Sachen, die ich auch, also eins benutze ich gerade, na zwei benutze ich gerade von ihr. Und das war echt gut. Dem traue ich wirklich hinterher. Weil das war einfach ein echt gutes Duschgel. Ich finde es schade, dass sie das so kurz im Sortiment lassen haben, weil das Kirsche könnten sie wieder rausbringen. Weil das war echt gut. Und ich komme so lang mit Balea aus. Da sind 300 Milliliter drin und ich komme mit denen so lang aus. Das ist echt gruselig, würde ich sagen. Noch ein Balea-Produkt. Meine Balea-Phase kommt in letzter Zeit wieder zurück. Obwohl ich ja sehr sauer auf die Marke war, aber wurscht. Das ist ein Cremeöl-Duschpeeling. Ich habe ja gesagt in einem Video, dass ich mir das nochmal nachkaufen werde, aber nein. Wenn ihr gesehen habt, was jetzt aktuell rauskommen ist als Duschpeeling, wisst ihr warum. Ein Duschpeeling mit Melone. Und da ist ja klar, dass ich mir das dann nicht mehr nachkaufe. Ich habe mir schon ein paar Kauf von den Melone-Dingern, die seht ihr dann bald in einem Haul-Video. Und eins benutze ich auch gerade. Ich fand das okay, aber durch das, dass das Melone rauskommen ist, bye bye. Kaufe ich mir nicht mehr nach und ich glaube, gibt es aktuell auch nicht mehr. Was ich extrem gehasst habe, war das hier. Das habe ich wieder als Badezusatz verwendet. Das ist dieses Marshmallow-Duschgel. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, oder? Ich habe nur noch bis jetzt das Schoko gesehen. Das Schoko habe ich noch, aber das in einer anderen Verpackung habe ich es. In der Verpackung habe ich es. Und gesehen habe ich, dass das noch gibt, aber in einer anderen Verpackung. Würde ich mir niemals nachkaufen. Bin froh, dass es das nicht gibt, weil das war grausam. Cadea Vera Reinigungstücher. Habe ich auch wieder leer gemacht. Sollte ich mir mal wieder nachkaufen. Bei denen bin ich echt fleißig mit dem Nachkaufen. Da kaufe ich mir erst dann so kurz knapp vom Leerwerden welche nach. Wattepads in Reisegröße Form, weil die habe ich in meinem Schminktisch gehabt, weil ich habe mir immer die Nägel lackiert. Und ich mache mir auch die Nägel jetzt selbst. Ihr könnt mal gucken. Ich habe jetzt extra meine Nägel nicht lackiert. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Nur das Problem ist, ich kann es euch so nicht zeigen, hier drinnen ist Luft oben. Und ich frage mich, wieso. Aber okay. Also deswegen sind die schneller leer geworden. Eben weil ich mir öfter die Nägel lackiere und eben wegen dem Nägel machen. Dann habe ich leer gemacht eine Küchenseife. Und die habe ich aber dann ins Badezimmer gestellt, weil ich wollte die unbedingt leer machen. Weil die hat mich schon genervt. Das war von Aveo eine Küchenseife, die auch geruchsneutralisierend ist. Wow. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das aussprechen kann. Die war okay. Sie hat auch jetzt ein anderes Verpackungsmuster hier vorne, also einen neuen Sticker drauf. Es gibt auch jetzt eine mit Lavendel. Ich hatte ja so eine Lavendelphase, auch mit Putzmitteln. Und ich habe einen Hygienereiniger gehabt mit Lavendel von Frosch und habe die ganze Kopfweh davon gekriegt. Deswegen habe ich den jetzt meiner Mom geschenkt. Und habe mir, ihr habt das wahrscheinlich schon auf Instagram gesehen, megamäßig viele Melone-Produkte gekauft zum Putzen. Und seitdem putze ich noch lieber. Also vorher war ich extrem faul, aber seitdem ich das habe, putze ich wirklich sehr gerne. Und deswegen, ich würde mir die nicht nochmal nachkaufen, weil ich habe mir jetzt auch dieses No-Touch-Ding für die Küche gekauft. Und deswegen war okay, aber ich hatte das auch so lange. Deswegen bin ich froh, dass es leer ist. Dann habe ich diese 7 Tage Ampullenkur wieder gemacht. Ich weiß nicht, ich bin davon irgendwie nicht so überzeugt. Ich weiß nicht. Ich werde mir die jetzt mal eine Weile nicht nachkaufen. Ich habe auch das Gefühl, nachdem ich die benutzt habe, das war bei den Anti-Pickel so und das ist auch bei denen auch so gewesen, habe ich so einen richtigen Pickelschub bekommen. Also in letzter Zeit war meine Haut unrein, das war echt nicht mehr feierlich. Und ich weiß nicht, ob das an dem liegt.
Oder an der Pflege, die ich zurzeit benutzt habe. Keine Ahnung. Dann habe ich einen Nagellackentferner leer gemacht. Das war mein letztes Backup von diesen lilanen von Aveo, weil die gibt es nicht mehr. Leider. Er war sehr, sehr gut, aber ich werde den nicht hinterher trauen, weil es gibt eine Melone. Den finde ich natürlich noch besser. Ist leider mit Aceton. Aber den fand ich von allen, was es gegeben hat, am besten. Aber es gibt ja Gott sei Dank bessere Sorten jetzt. Also brauche ich nicht so traurig drüber sein. Ja, Masken und Pröbchen. Da fliegt gerade alles weg. Komm wieder her. So, dann habe ich eine Haarkur aufgebraucht. Das ist von Swiss Opal, dieser Blütenhonig. Die mochte ich ja am allerliebsten. Die werden aber schon ganz schön komisch, deswegen sollte ich meine Backups mal alle aufbrauchen. Ich habe mit ihr mal gebunkert, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Dann habe ich eine Anti-Pickel-Ampulle aufgebraucht. Wisst ihr eh, kaufe ich eh immer wieder nach. Dann habe ich hier diese Konzentratkapseln da leer gemacht. Die hatte ich so lange und ich habe schon überlegt, ob ich die nicht meinem Arm schenken soll. Aber dann habe ich mir gedacht, nö, benutze das selber. Ich mochte die ja eigentlich auch gern und ich mag sie noch immer. Aber ich habe jetzt so viele Elisabeth Arden Kapseln und ich werde die mal benutzen statt denen. Mal sehen, welche dann besser sind. Eine Peel-Off, Passion Peel-Off Maske. Ich mag die Peel-Off Masken von Mutante Jeunesse nicht. Die war, also das Hautgefühl danach ist super, aber man muss sie immer abwaschen, weil man sie nicht abziehen kann. Und das, finde ich, ist keine Peel-Off Maske für mich. Kaufen würde ich mir keine Peel-Off Masken mehr von Mutante Jeunesse. So. Die finde ich auch schrecklich. Die habe ich ja oft gehabt, weil damals die Erdbeer so gut war. Aber die in Erdbeer finde ich echt schrecklich und bin froh, dass die leer ist. Ich hoffe, ich habe auch keine Backups mehr, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, über die bin ich traurig, dass es die nicht mehr gibt. Das war die Himbeer-Vanille. Die wollte ich mir wieder nachkaufen und dann hat es geheißen, dass die aus dem Sortiment rausgegangen ist. Und das nervt mich am Balea extrem, weil da stand nirgendwo Limited Edition drauf, gar nichts. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein Backup habe. Ich hoffe es, aber ich glaube nicht. Weil die mochte ich echt gerne. So wie die Kirsche weißer Tee, weil die mich an irgendein Süßkram erinnert, den ich als Kind gegessen habe. Keine Ahnung an was, aber mich erinnert das an irgendwas. Und da habe ich mir Gott sei Dank schon Backups gekauft. Gott sei Dank. Ich muss nochmal zu einem anderen DM wieder gucken und mir noch mehr kaufen, weil nach der Maske bin ich süchtig. Dann habe ich noch zwei Masken leer gemacht. Einmal die Mango Sorbet Maske von Cadia Vera. Da steht so Limited Edition drauf, die gibt es aber bei uns bei Müller noch immer. Keine Ahnung wieso. Und einmal die Aktivkohle-Maske. Also diese Mango-Sorbet habe ich, glaube ich, noch ein paar Backups. Kaufen würde ich sie mir jetzt nicht mehr. Und die Aktivkohle würde ich mir auch nicht nochmal kaufen, weil für mich war die ehrlich gesagt nichts. Meine Cousine mag die. Ich mochte den Duft, aber ich würde sie mir trotzdem nicht nachkaufen. Es gibt bessere, die ich mir eher nachkaufen würde als das. Dann habe ich zwei Duftproben leer gemacht. Einmal das Roberto Cavalli Paradiso. Der erste, der rauskommen ist von den dreien, was es jetzt aktuell gibt. Ich habe den Gott sei Dank in groß. Also in groß ist übertrieben. Ich habe eine größere Variante davon und ich hoffe, dass ich den bald mal aufbrauchen kann. Weil das ist, finde ich, so ein richtiger Sommerduft. Dann habe ich einmal den Armani Sea Rose leer gemacht als Probe. Fand ich so gut. Leider ist die Verpackung nicht mehr so. Ihn gibt es noch einmal. Er ist letztes Jahr nämlich im April rausgekommen. In der Verpackung mit dem Mäschchen über dem Flakon drüber. Und jetzt haben die den Duft neu gemacht. Also beziehungsweise nochmal rausgebracht. Und ich finde die alte Variante hübscher vom Design her. Die neue Variante finde ich irgendwie nicht schön. Eine Chanel-Probe. Ich rede so schnell hintereinander, oder? Aber ich habe noch ein paar Sachen. Bei der habe ich echt lang gebraucht, bis ich die endlich mal aufbrauche. Das war so ein dreiteiliges Ding. Ja, ich fand die so edel, deswegen wollte ich die nie leer machen. Da war einmal die Tages-, die Nacht- und einmal die Le Weekend-Creme drinnen. Ich muss aber sagen, ich fand die überhaupt nicht besonders, dieses Chanel-Ding. Also so schaut es in Originalgröße aus, wenn euch das interessiert. Und das geht dauernd runter. Ich habe das extra immer reingeklebt, aber das hält irgendwie nicht. Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall nicht kaufen von Chanel. Chanel ist viel zu teuer. Ich fand es halt cool, dass man das so aufklappen konnte. Es hat auch so edel ausgeschaut, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Chanel ist mir zu teuer. Viel zu teuer. Dann habe ich noch eine Anti-Pickel-Ampulle leer gemacht. Kennt sie ja eh schon von mir. Und diese antibakteriell und Wirkstoff blablabla von Rival de Loup, was ich ja auch schon ewig gehabt habe. Worüber ich nicht so begeistert bin, weil die haben überhaupt nicht auf der Haut gehalten. Ich hatte da drei Stück noch drinnen und ich musste alle drei Stück aufbrauchen, damit eines mal kleben geblieben ist auf der Nase und das hat mich so genervt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie mich das genervt hat. Deswegen würde ich mir die niemals wieder nachkaufen. Da bin ich eher froh, dass ich da nicht so dran komme, weil die würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen.
Das riecht man noch raus. Das ist eine Duftprobe von Jan. Er hat die bei mir zu Hause benutzt und er hat sie leer gemacht. Ich habe gesagt, ich gebe dir her fürs aufgebrauchte Video. Und ich brauche die auch. Weil, damit ich mir das merken kann, was er haben will. Ich hoffe, er sieht das Video nicht. Aber der riecht echt gut, der Duft. Das ist von Azzaro Wanted. Schaut auch so aus wie so von einem Revolver oder von einer Waffe, das, wo man die Patronen reingibt. Also schaut echt cool aus, aber ist so, so teuer, der Duft. Nur er riecht echt gut und sogar der Jan mag den Duft. Also mal schauen, ob das Christkind so brav ist. Mal gucken. Ja, zu den Dingen kann ich gar nicht viel sagen. Ich habe es gehasst, wie die Pest das zu benutzen. Wirklich wahr. Ich fand die lila eine Variante. Das ist ja die für trockene Haut, die ich da habe. Trockene und sensible. Und da gibt es eine komplett lila eine Variante. Die fand ich eine Spur besser. Man kommt mit dem Ding lange aus. Ich glaube, das ist ja relativ teuer, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Meint ihr schon so verstaubt und eklig? Ich bin lange mit dem ausgekommen. Aber ich mochte es nicht. Es hat so seifig gerochen. So richtig alkoholisch, seifig. Irgendwie so eine Mischung wie so Handdesinfektionsgel fürs Gesicht. Das war echt ekelhaft. Ich würde mir das auf gar keinen Fall wieder kaufen. Jetzt aktuell habe ich eins von Yves Rocher wieder in Benutzung. Was ich früher so gern mochte. Beziehungsweise bilde ich mir das ein, dass ich das mochte. Aber jetzt zur Zeit mag ich das total gerne. Es hat auch meine Pickel wieder in den Griff bekommen, seit ich das benutze, ist nämlich Ruhe. Und ich habe aber gestern in der Arbeit eines von Terra Naturi gesehen, was total gut riecht. Das ist jetzt ganz neu, das Micellenwasser. Und das würde ich mir als nächstes noch kaufen zum Probieren. Ich will aber endlich eines finden, was ich fix behalte, was ich mir jedes Mal nachkaufe. Diese ständige Probiererei macht mich echt aggressiv. Nur damit ihr Bescheid wisst. Also ich hätte gern eines, was ich immer hätte. Das von Biotherm ist mir nämlich zu teuer. Ich überlege, ob ich mir das nochmal nachkaufen soll, aber mir ist das ehrlich gesagt zu teuer. Da muss ich noch überlegen, ob ich es mal kaufe. Aber das kaufe ich mir auf keinen Fall nach und ich bin froh, dass es leer ist. Worüber ich auch froh bin, dass es leer ist, ist das hier. Das ist von dieser Bibi, der Duschschaum. Wer mein Video gesehen hat, weiß vielleicht. Ich muss doch immer drüber lachen. Das war eigentlich so ein spontaner Einfall. Ich habe nichts gegen die Frau, wirklich nicht. Obwohl man sie nicht Frau nennen kann. Ich habe nichts gegen das Mädchen. Aber ja, die macht so viel Werbung für diese Duschschäume. Und ich bin ja eigentlich der Ur-Schoko-Fan und irgendwie hat mich das nicht so vom Hocker gehauen. Das war der Chocolate Cupcake. Ich habe auch gesehen bei Müller, dass der jetzt rausgeht. Den einzigen, den ich mag von ihren Duschschäumen, ist der Vanilla Cake Pop. Aber wenn man den in Kombination mit was anderem benutzt, riecht er nach Katzenpisse. Habe ich euch ja im anderen Video schon mal erklärt. Und ja, ich habe mir die zwei neuesten jetzt noch gekauft von ihr. Slashy Apple und wie heißt das andere? Cotton Candy, glaube ich. Und den limitierten überlege ich noch, ob ich mir den jetzt kaufen soll oder nicht. Eigentlich will ich nichts mehr kaufen von ihr. Ich überlege noch. Also, weil er ja limitiert ist, vielleicht als letzter, aber dann ist Schluss, weil ich habe eh so viele Duschschaum. Und von dem war ich ehrlich gesagt nicht so begeistert. Jetzt habe ich den Cherry Blossom in Benutzung und den finde ich gut. Aber den gibt es ja nicht mehr. Ein Shampoo habe ich leer gemacht. Das ist von Balea, das Himbeer und Vanille. Das fand ich so gut. Ich war so traurig, als das leer worden ist, weil das war wirklich, wirklich gut. Also vom Duft her der Oberhammer und auch von der Reinigung finde ich hier. Also in letzter Zeit sind meine Haare, man erzählt sie das, so richtig trocken und struppig. Das ist sicher von diesem Färben. Was ich wieder gehen muss, weil ihr seht ja, ich schaue aus wie ein Stinktier. Und da kommt meine Originalhaarfarbe wieder raus. Und im Parfümerielicht in der Arbeit schaut das so richtig blond aus. Jetzt habe ich Angst, weil ich wollte auf meine eigene Haarfarbe wieder zurück. Aber wenn ich es mal so überlege, würde ich gerne die Haarfarbe haben, die sie hat. Weil die Haarfarbe finde ich echt schön. Und kommt, glaube ich, fast, naja, auch nicht wirklich, aber kommt fast hin. Das fand ich aber echt gut und ich würde es mir nachkaufen, wenn es das nochmal geben würde. Aber ich glaube, jetzt ist ein neues heraus. Ja, es ist eine neue Limited Edition heraus und die habe ich schon, also. Ja, die Limited Editions von Balea kaufe ich mir immer. Als nächstes kommt dieses Deo. Das riecht exakt wie das Dior J'adore. Und das ist von Klein Hoxdorf, das Deo. Das riecht sowas von gut und wenn ich könnte, würde ich mir das sofort wieder nachkaufen. Ich hoffe, ich komme mal wieder nach Klein Hoxdorf. Da gibt es so viele Dinge, die ich mir wieder kaufen will. Und das riecht sowas von gut. Wenn ich mal wieder dort bin, kaufe ich mir gleich zwei oder drei. Es war zwar teuer, aber es riecht sowas von gut und ich bin so lange damit auskommen. Und ich hoffe, das gibt's noch. Ich muss mir das auch fotografieren, damit ich es ja nicht vergesse, wie das ausschaut. Und dann habe ich ein Handdesinfektionsgel leer gemacht.
von Primark. Das war dieses Lemon und Limette. Das mochte ich aber ehrlich gesagt nicht so gern. Das habe ich nur so schnell leer gemacht, weil wir das Fotoshooting gehabt haben und ich bin verkühlt gewesen und habe mir nach jedem Schnorzen das drauf tun müssen. Meine Hände haben ausgeschaut. Aber ja, es hat das dann, was es soll. Ich habe jetzt noch, glaube ich, 1, 2 Backups von dem oder nur eins. Aber nachkaufen würde ich mir das Limette und Limone nicht. Da würde ich eher vielleicht das Himbeer nachkaufen. Aber ehrlich gesagt komme ich auch so selten zum Primark. Und ich habe noch so viele Red Velvet und Schoko. Also ich habe hier noch 2 Proben und die hat sich in der Tüte verkrochen. Das ist ein ganz, ganz alter Duft. Das habe ich aufgebraucht, weil den gibt es sowieso nicht mehr. Das war ein limitierter Duft von Yves Rocher. Blue Vegetal hat er, glaube ich, geheißen. Der hat echt gut gerochen, aber leider gibt es den ja nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, okay, dann brauchst du die Probe auf. Ich hatte auch letztes Jahr nur das Duschgel davon. Und dann habe ich noch von der Probe Naturell aufgebraucht von Yves Rocher. Die Proben mag ich so gerne. Ich habe diesen Monat habe ich so einen richtigen Probenwahn gehabt, weil ich habe so viele Proben leer gemacht. Zum Beispiel die beiden hier. Also auch Probegrößen können bei mir auch dazu. Und das war ein Yves Rocher Shampoo. Das werde ich mir auch auf die Seite legen, weil das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich meine Hafer leer habe. Ich habe jetzt so viele Hafer-Shampoos. Aber das ist auch ein Kandidat, was ich mir auf jeden Fall nachkaufen werde. Das fand ich auch super. Das war von Biotherm das Eau Pure Duschgel. Das habe ich nämlich geschenkt bekommen und ich fand das echt, echt gut. Ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen, weil das war echt gut vom Duft her. Boah, das war sowas von gut. Also ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Wenn dann sogar ein groß vielleicht. Und dann ganz, ganz sparsam damit umgehen. Ich mochte das echt, echt gerne. Und ich hätte auch so gerne das Relax Duschgel, hätte ich auch so gerne. Das ist nämlich limitiert, aber ich habe noch so viel. Aber das fand ich echt gut. Die Biotherm-Sachen sind echt gut, woran man das auch erkennt. Das war eine Pflege von Biotherm. Die mochte ich aber leider nicht so gerne. Das war die Biosensitiv. Die gibt es auch so nicht mehr. Es ist jetzt eine neue rausgekommen. Da habe ich so eine kleine Größe. Die werde ich jetzt wahrscheinlich hier auch bald aufbrauchen. Weil die kann man als Augencreme auch verwenden. Und ich habe so eine Augencreme-Tick. Ja, die habe ich von der Arbeit bekommen. Die war ganz okay, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich von der Pickel bekommen habe. Entweder von dem oder von, was ich nicht hoffe, weil ich habe das Produkt geliebt, von Clarins das Double Serum. Also wenn ich mich zwischen die beiden Produkte entscheiden würde, fand ich das Clarins natürlich besser, weil das Biotherm fand ich nicht so gut. Ich musste das auch meistens mit dem Öl mischen von Clarins, weil ich habe da sonst war mir das zu wenig einfach. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Also das würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen, was eh nicht geht, weil es die Variante ja nicht mehr gibt. Und die neue muss ich erst testen. Die habe ich ja Gott sei Dank zum Ausprobieren. Und da bin ich echt traurig, dass das leer worden ist. Das war so ein 2-Phasen-Serum von Clarins. Das ist komplett leer. Ich habe das so, so gern benutzt. Ich muss aber sagen, es ist auch relativ schnell leer gegangen, durch das, dass ich das so gern benutzt habe. Das war auch die kleine Größe, die 30 Milliliter waren das. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Ich bin so traurig, dass das leer geworden ist. Ich würde es mir nachkaufen, aber es ist zu teuer. Es ist mir wirklich zu teuer. Deswegen würde ich mir das eher nicht nachkaufen. Wenn ich es nochmal geschenkt bekomme, von mir aus, aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Auf gar keinen Fall. Dann habe ich noch 2 Make-up-Produkte. Ich habe endlich nach langem mal wieder einen Lippenstift leer gemacht. Ich bin so stolz auf mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Bin wirklich so verdammt stolz auf mich, weil das echt ewig her ist, wo ich das letzte Mal einen Lippenstift leer gemacht habe. Das war einer von P2. Den Namen kann man leider nicht mehr lesen, aber ich kann euch einen Blogpost unten in der Infobox verlinken. Das war nämlich so ein wunderschöner rosaner Ton. Und da haben mich ganz, ganz viele Leute, auch die Arbeitskolleginnen, gefragt, welcher Lippenstift das ist. Nur gibt es den leider in Österreich nicht mehr. Den habe ich mir nämlich damals, wie die bei uns P2 um 1 Euro abverkauft haben, habe ich mir den damals gekauft. Ja, er war schön, aber leider, leider kann ich mir den nicht mehr nachkaufen, weil es den nicht mehr gibt. Und da gibt es auch ein Problem. Das ist mein heißgeliebter Astor Lip Liner. Und ich habe jetzt überall gehört, dass bei Müller jetzt Astor komplett rausgegangen ist. Und ich habe zwar beim Bipon so nachgeschaut, da hatten sie es noch fix im Sortiment, aber ich habe Angst, dass der auch beim Bipon bei DM rausgeht. Ihr wisst ja, wie sehr ich den liebe, das muss ich ja nicht noch erwähnen. Und ich habe Gott sei Dank jetzt noch ein paar Backups, weil das waren ja -20% beim Bipon. Und da habe ich mir den 3-mal, glaube ich, gekauft oder so. Aber ja, seit ich weiß, dass es den nicht mehr gibt, traue ich mich den gar nicht mehr verwenden. Dämlich, ich weiß, aber ist leider so. Als vorletztes habe ich endlich, und ich muss sagen endlich, ich habe es auch nicht mehr als Lippenpeeling verwendet. Das ist das Lush Lippenpeeling Bubblegum. Das ist
komplett leer. Ich werde das auch aufheben, ich werde es ausspülen und ich werde es denen zurückbringen. Ich glaube, das geht doch, oder? Kennt ihr euch mit Lush aus? Ich habe schon so lange nichts mehr von Lush gekauft oder aufbraucht oder sonst irgendwas, dass ich das nicht mehr weiß. Aber ich werde es ausspülen und ihnen zurückbringen. Ich glaube, das funktioniert ja. Mal schauen. Das Problem war, dass es schon sehr, sehr lange abgelaufen ist. Ihr könnt das, ich muss versuchen, ruhig zu halten. Ihr könnt es ja hoffentlich lesen. Das ist schon sehr, sehr lange abgelaufen gewesen. 2015 ist es abgelaufen. Und bei Lush sollte man eigentlich aufpassen, was das betrifft. Und ich habe es halt trotzdem immer noch für die Lippen benutzt. Und ich glaube, dass ich davon eben diese Fieberblasen und so bekommen habe. Deswegen, das ist ja auch bei meinem Aufbrauchprojekt drin, deswegen werde ich es auch noch aufheben. Das erste Ding, was leer worden ist, bin ich ganz stolz auf mich. Ich muss aber gestehen, ich habe es als Hand- und Fußpeeling zwecksentfremdet, weil ich es leer machen wollte und weil ich es nicht wegschmeißen wollte, weil es war ja nicht gerade günstig, dieses Ding. Und deswegen, ja, ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Ich will unbedingt das Lippenpeeling von MAC haben. Als letztes habe ich noch aufgebraucht einen Duft. Den kennt ihr aus meinem Duftlieblinge Frühling, also Sommer, Frühling-Sommer-Video. Das ist der John Galliano-Duft, was ausschaut wie ein Brief. Und dem bin ich echt verfallen. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich sehr. Und ich glaube, ich habe ihn euch auch im Favoriten-Video gezeigt, also im Fun-Lovers-Video. Und ja. Ich bin echt traurig, dass der leer ist. Aber ich habe noch so viele andere. Ich sollte ernsthaft mal was aufbrauchen. Ich bin so ich mache mir so einen Druck in letzter Zeit, weil ich so viel leer machen will und es aber nicht schaffe, weil ich so viel habe. Und dann diese ständige Nachkocherei dauernd. Ist auch nicht wirklich hilfreich. Aber der ist echt gut. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr im April, dass ich den wieder benutzen kann. So, das war's mit dem Video. Aua. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist sicher extrem lang geworden. Obwohl, da drinnen schaut das jetzt gar nicht mehr so viel aus. Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das aufgebrauchte Video gefallen. Mir hat das so richtig Spaß gemacht, meinen Müll jetzt endlich wieder loszuwerden. Weil ich habe wieder die andere Tüte anfangen müssen und habe da wieder weitergesammelt, weil das ging sich alles nicht mehr aus in einen Sackerl. Katastrophe. Aber ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste aufgebrauchte Video, weil da habe ich auch ganz schön viel schon leer gemacht. Und auf vieles bin ich sogar schon stolz. Aber das seht ihr dann im nächsten aufgebrauchte Video. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt mir mal schreiben, was ihr aufgebraucht habt, was euch genervt hat, aber keinen Sparky-Hau. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!